Ja, jetzt komme ich leider nochmal auf Habeck. Das wird ja eigentlich im Endeffekt immer schlimmer mit ihm oder mit der ganzen Sache, was die vorhaben, mit der Energiewende oder angeblichen Energiewende. Also Habeck hat jetzt praktisch, wenn man so will, Deutschland zur zweitgrößten Dreckschleuder von Europa gemacht, weil sie jetzt ja unheimlich Kohle aus dem Ausland importieren. Und da ist jetzt auch gerade vor ein paar Tagen das ist vom 6. Juni ein Artikel sogar mal bei uns in der SHZ gewesen. Die kriegen sogar auch mal ein bisschen was Vernünftiges berichtet. Da wundert man sich auch einmal schon. Vom 6. Juni, Deutschlands Energiesündenfall. Und da wird dann berichtet, praktisch, wie diese Kohleproduktion, die ja eigentlich ja schon hätte gedrosselt werden sollen, von einer Schweizer Firma in Kolumbien übernommen worden ist. Und dann zu der Zeit, wo dieser Artikel geschrieben ist, ist Baerbock natürlich auch in Kolumbien unterwegs gewesen. Ja, aber allerdings natürlich nicht in dem Kohlewerk oder nicht mal annähernd in der Nähe. Das würde ja sicher nicht gut machen für die Grünen, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Und da unnötig drüber berichtet. Das bekommt man natürlich nur raus oder sieht man nur, wenn wirklich mal ein Journalist der Sache mal nachgeht. Und das geht ja alles auf Kosten der indigenen Völker, die das sind, weil hier der Grundwasserspiegel immens oder der Verbrauch immens ist für die Kohleförderung. Oder muss weggepumpt werden, wie auch immer. Und dadurch leidet natürlich die ganze Landschaft. Und die haben natürlich die Kohleproduktion unheimlich gesteigert. Und das hat ein Schweizer Unternehmen jetzt gekauft. Und macht natürlich ordentliche Profite. Und uns wird dann praktisch unsere saubere Energie verkauft. Oder soll in Deutschland hochgetrieben werden mit einer enormen Umweltverschmutzung. Und der nächste Punkt, was im nächsten Land ist, in Argentinien, da haben sie jetzt im Moment Aufstände in dem einen Landesteil wegen der Siliziumförderung, weil da unheimliche Mengen Silizium gefördert werden sollen von den Chinesen. Die kaufen das ja alles auf. Also man sieht überall, wo praktisch unter dem Deckmantel des Klimawandels oder der erneuerbaren Energien was ist oder gemacht werden soll, gehen andere Landstriche und andere Länder. Oder ja, Landstriche, muss man ja schon sagen, richtig vor die Hunde, muss man sagen. Und auf die Bevölkerung, die da wohnt, wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Aber wir leben in unserer ganz tollen Welt hier, erneuerbare Energien. Dabei geht es im Endeffekt nur um Geld. Und zweitrangig geht das im Endeffekt dadurch, dass Europa oder die NATO im Endeffekt energieunabhängig werden will von fossilen Brennstoffen, wenn sie das nämlich einigermaßen hinkriegen. Sind sie ja auch bereit, gegen andere Länder, mit denen sie nicht so gut können, so will ich es mal ausdrücken, in den Krieg zu ziehen. Und das kann man natürlich nur, wenn man einigermaßen energieautark ist. Also die erneuerbaren Energien sind nicht dazu da, um das Klima zu schützen. Ein Klima kann man sowieso nicht schützen. Es gibt nur ein Wetter oder nicht. Das ist dummes Zeug, ist das alles. Und das dient nur, um die Leute verrückt zu machen und denen was Falsches vorzuspielen. Das ist ja praktisch ja die Hauptmaxime der Politiker: täuschen, tricksen, um die Leute auf die verkehrte Spur zu führen. Und da gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Methoden: Euphorie oder Angst. Und da es uns ja gut ging, kann man ja den Leuten ja nur Angst machen. Dass Angst, dass ihr angeblich ja euren Wohlstand verlieren werdet, wenn wir keine erneuerbaren Energien haben. Was ja ein völliger Blödsinn ist. Ich wüsste nicht, warum es mit uns mit erneuerbaren Energien besser gehen soll. Das ist völliger Blödsinn. Es ist, wie gesagt, um die NATO, die ganzen Nordländer unabhängig zu machen, nochmal alles aus dem Boden rauszuholen und, wie gesagt, unabhängig zu werden eventuell für einen großen Krieg, weil sie dann ja eventuell nicht genug Öl oder Gas kriegen. So läuft die Sache ab. Und wer das nicht langsam begreift und merkt, was hier los ist, der lebt echt noch in seiner Traumwelt. Denn man sieht ja in der Realität hinterm Rücken, was da alles los ist. Vorne der schöne Schein, der verkauft werden soll, und hinten der braune Schleim.